Ringen. Das ist der Final. Willisau und Hergiswil werden am 5. Dezember um den Schweizer Meister kämpfen. Bereits am Samstag sind die Weichen dafür gestellt worden. Hergiswil schlägt Kriesere daheim vernichtet mit 24-12 und Willisau bezwingt Schattdorf noch deutlicher 26-11. Das heisst, weder Kriesere noch Schattdorf haben reelle Chancen im Rückkampf, diesen enormen Rückstand wieder aufzuholen. Das heisst auch, Kriesere und Schattdorf fighten um einen dritten und vierten Platz, Willisau und Hergiswil um einen ersten und zweiten. Ausser es käme ganz anders. Olaf Brand, Cheftrainer von Hergiswil, 24-12 gewonnen gegen Kriesen. Hat man das so erwartet? Ja, ich sag mal so, in der Vorrunde haben wir verloren, beide Kämpfe. Und heute haben wir die Leistung einfach mal abgerufen, die wir auch im Training bringen. Und wir haben ein gutes Publikum gehabt, was uns unterstützt hat, zu 100%. Und jeder Einzelne war auf dem Punkt fit und hat meistens sogar in der ersten Aktion seine Chance gepackt und hat souverän gepunktet für die Mannschaft. Zur Pause schon eine satte Führung gehabt. Ja, und es ging nach der Pause genauso weiter. Hergiswil Kriesere, die einzelnen Begegnungen im Überblick. In der Kategorie 57 kg Freistil gewinnt Pascal Jungo gegen Patrick Bettig souverän 16-0 durch technische Überlegenheit, 4-0 Mannschaftspunkte für Hergiswil. Bei 61 kg Greco gewinnt Thomas Wiesler gegen Christoph Wetterwiler ebenfalls mit technischer Überlegenheit 16-0. Bei 65 kg Freistil verliert Marco Hatu äußerst knapp gegen Marc Dietsche nach Punkten 2-2 wegen einem niedrigen Resultat. Ein Mannschaftspunkt für Hergiswil, zwei für Kriesere. Der Patrick Stadumann holt gegen David Hungerbühler ein 10-6, damit 2-1 Mannschaftspunkt für Hergiswil. Der Ellen Kacenari verliert gegen Steven Graf 1-6 nach Punkten, 1-3 Mannschaftspunkt für Kriesere. Ohne einen Punkt von der Matte gehen muss der Martin Grüter im Duell gegen Fabio Dietschi 0-3 Mannschaftspunkt für Kriesere. Der Benno Jungo bezwingt den Damian Dietschi mit 4-2, 2-1 Mannschaftspunkt für Hergiswil. Der Thomas Suppiger lässt im Jürg Hutter keine Chance. 17-0, technische Überlegenheit, 4 Punkte für Hergiswil, keine für Kriesere. Der Martin Suppiger holt gegen Sandro Moser 16-3, damit 3-1 Mannschaftspunkte für Hergiswil. Und der Akos Koriza bezwingt überraschend den Philipp Hutter 10-2, damit 3-1 Mannschaftspunkte für Hergiswil zum Schlussstand von 24-12. Der ausgezeichnete Ringer heute vom Abend war Akos Koriza. Was hat er Besonderes gemacht? Ja, wie ich schon gerade sagte, er hat seine Chance genutzt. Er hat einen sehr starken Gegner gehabt und hat die angeordnete Bodenlage dann zu 100% genutzt, hat einfach zugefasst, sich ein Herz gefasst, den Arm mit eingeschlossen und hat dann am Stück 10 Punkte gemacht mit 3 Rollen und einem Ausheber. Und er hat den höher bewerteten internationalen Ringer, den Philipp Hutter, klassisch ausgepunktet mit einer Fassart und hat dann 10 Punkte hintereinander gemacht. Und das ist schon die Auszeichnung wert. Wenn wir auf die einzelnen Kämpfe blicken, wie sind da die Resultate? Ja, da muss ich auch wieder den Zettel zur Hand nehmen. Der Pascal hat auch seinen Gegner technisch überlegen geschlagen, ganz souverän, schön konzentriert, ohne viel Risiko, hat einen ausgepunktet und 4 Punkte für die Mannschaft geholt. Das ging dann nahtlos so weiter. Thomas Wissler, auch sein Mann, klassisch ausgepunktet, eine Fassart, hintereinander die Rollen gemacht und eigentlich hätten die beiden genauso ausgezeichnet werden können. Also eigentlich gehört der ganzen Mannschaft eine Auszeichnung für die Leistung, die sie abgerufen haben. Dann der Marco Hodel. Der kam jetzt nach einer Verletzung zurück,
hat knapp den Kampf mit einem Punkt verloren und ist trotzdem alle Ehren wert. Hat noch Trainingsrückstand, aber ich sag mal so, in ein, zwei Wochen ist er auch topfit. Dann kam der Patrick Stadelmann, der hat erst 6-0 zurückgelegen und musste sich gegen einen guten Mann, gegen den Oberbühler, in Fight zurückkämpfen, hat das gemacht, hat sein Herz in die Hand genommen und hat dann trotzdem noch souverän gewonnen und hat die Punkte gesichert für die Mannschaft. Der Allen kam dann und der hatte natürlich auch einen internationalen starken Ringer und das war in langer Zeit ausgeglichen und letztendlich hat er den Kampf dann knapp verloren. Aber ich sag mal so, alle Kämpfe gewinnen, das ist das im Halbfinale ist immerhin der Spitzenreiter der Liga, ne? Und da muss man sich auch mal eine Niederlage eingestehen. Der Grüter Martin, der hat auch nochmal eine taktische Sache gemacht. Da war nochmal im letzten Kampf richtig Euphorie dabei. Die Kampfrichter haben die ganze Zeit eine super Leistung gebracht, muss man sagen. Aber ich sag mal, im letzten Kampf haben sie sich dann doch ein bisschen vertan. Sind auch Menschen, kann passieren. Wenn man daraus lernt, ist es in Ordnung. Ne? Aber die eine Aktion, ist eine Auskämpfsituation nach außen und unser Mann ist ganz klar nach der Auskämpfsituation hinten dran und macht normal die 2 Punkte und sie schenken es dem Gegner. Und das sollte eigentlich so nicht sein. Das Regelwerk ist ganz klar. Der Jungo, der Benno, der hat dann auch einen super Kampf gemacht, ganz taktisch gerungen, hat einen starken Gegner auch gehabt und er hat eins nach dem anderen abgearbeitet und auch wichtige Punkte für die Mannschaft und einen Sieg geholt. Thomas Suppiger hätte heute auch genauso ausgezeichnet werden können, kommt auch von der Verletzung zurück, hat diese Saison nicht einen Kampf gemacht und hat heute gezeigt, dass er doch absolut Schweizer Spitze ist und auch, sag ich mal, international könnte er auch ringen. Und der Thomas hat seinen Gegner einfach deklassiert, schön strukturiert gearbeitet, nicht überhastet und hat ihn dann ausgepunktet, technisch überlegen. Sein Bruder, der Martin, genauso. Erste Aktion, gleich 10 Punkte hintereinander gemacht und dann noch 2, 3 Sachen. Dann hat ein bisschen die Puste gefehlt, aber da sind wir im Training dran. Nicht jeder kann, sag ich mal, gleich topfit sein. Ne? Das Training müssen wir auch schon immer noch ein bisschen anziehen und dann für einen Schwergewichtler ist halt Freistil sehr anstrengend, weil das Oberschenkel zieht sehr viel Sauerstoff und der Martin hat seine Sache top gemacht und auch souverän gewonnen. Ja, und wie gesagt, der Akosch, der wurde ausgezeichnet und da muss ich nicht mehr zu sagen. Der Situation entsprechend der Trainer der Hugo Dietschi von Kriesere weniger euphorisch. Euch ist das Lachen noch nicht vergangen, oder? Gerade vorher, wenn ihr noch das Lächeln könnt zaubern. Na gut, dann ist es nicht, das ist Sport. Man kann mit Niederlagen umgehen. Aber es ist schon eine Serie, es ist noch nicht fertig. Genau. Ihr habt ja eben anfangs der Saison gegen Hergiswil gewonnen. Jetzt habt ihr verloren. Wie geht es nächstes Mal aus? Ja gut, das ist natürlich eine ganz andere Dimension. In den Ligakämpfen und Halbfinale. Im Halbfinale musst du immer alle Leute an Bord haben, die springen können. Das ist uns heute nicht ganz gelungen. Wir haben Absenzen gehabt. Irgendwie hat das volle Kader können, aus dem vollen Kader schöpfen. Und da hat sich ausgezeichnet. Eben, wo führen ihr jetzt die 24-12 Niederlage? Auf was für Gründe führen die zurück? Ja gut, zum einen mal, ja. Ich sage, es war heute einfach besser gewesen. Zum anderen haben wir nicht aus dem Vollen schöpfen können. Uns hat einer gefehlt, der normal in der Aufstellung ist im Halbfinale. Und ja, wie gesagt, es war einfach besser gewesen heute. Da hat es quasi auch ein bisschen eine Eigendynamik bekommen. Es ist ja so, wenn du mal gut in den Kampf reinkommst, dann kann die ganze Mannschaft die Fahrt aufnehmen. Und genau das ist passiert. Wer hat bei euch auf eurer Seite aus überrascht? Ja gut, überrascht. Ja, überrascht. Und die hohen Niederlagen natürlich, klar. Alle hohen Niederlagen haben überrascht. Alles andere ist normal. Mit was habt ihr gerechnet, als ihr hierher gekommen sind? Ja gut, ich wusste, dass es viele knappe Kämpfe gibt. Dadurch, wir 57 nicht so besetzt sind, wie ich es geplant habe. Ich habe gewusst, dass der Start schwierig wird. Und das Ziel war, den Startkampf zu überbrücken und dann Fahrt aufnehmen. Aber es ist nicht ganz gelungen. Jetzt
bis zum nächsten Mal. Was macht ihr mit der Mannschaft? Ein bisschen aufbauen oder das umstellen? Nein, was gibt es noch? Was? Wir haben nichts zum Verlieren. Jetzt erst recht. Und so wird die Stellung sein. Gut, danke vielmals. Wie der Trainer für den Halbfinal-Rückkampf aufstellen wird, ist sicher spannend. Matchentscheidend wird es wohl eher nicht sein, ausser der Hugo Dietsche könnte zaubern. Tergiswiler Ringer stehen bereit, Mann für Mann, komme, was da wolle. Dementsprechend optimistisch der neue Hergiswiler Cheftrainer, der Olaf Brand. Ja, jetzt haben wir noch den Rückkampf gegen dieselbe Mannschaft. Wir haben 12 Punkte Vorsprung und die gilt es zu verteidigen. Wir werden die Woche wieder hart trainieren, werden uns gut vorbereiten und wir werden dorthin fahren und versuchen auch den Kampf zu gewinnen. Wir werden die Mannschaft nicht unterschätzen, wir werden uns nicht ausruhen, wir sind auch noch nicht im Finale, aber wir sind auf dem besten Weg dahin. Okay, gut. Was war der entscheidende Unterschied zwischen der letzten Niederlage gegen Griesen, jetzt heuer, und diesem Sieg? Naja, man muss das so sehen, so eine Saison ist auch lang und da muss man halt auch mal eine zweite Reihe haben, die man einsetzt. Und es gehört auch dazu, bei so wenig Mannschaften in der Liga, dass man auch ein bisschen taktiert. Und da muss man halt seine Waffen, sag ich mal, ein bisschen zurückhalten in der Hinterhand und dann zum richtigen Zeitpunkt müssen die Leute topfit sein und oft muss man die Leute auf die Matte bringen. Und wenn man das schafft, dann kann man auch mal den Spitzenreiter mit 24-12 schlagen. Okay, danke vielmals. Bitte. Auf ein neues im Halbfinal-Rückkampf, nochmal so eine Leistung nächstes Wochenende, dann allerdings in Kriesere. Thank you.